Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, heute habe ich dir etwas sehr Wichtiges zu sagen, und ich möchte, dass du meinen Worten Beachtung schenkst. Ich, dein Gott, sage dir, dass heute Abend ein von meinen Händen gesegnetes und für dein Leben unglaubliches Wunder geschehen wird. In nur wenigen Minuten werden sie spüren, wie sich alles verändern wird. Und damit dies geschieht, bitte ich sie nur, bis zum Ende auf meine Worte zu hören, da dieses Video nicht umsonst zu ihnen gekommen ist. Bitte ignoriere mich nicht, damit du es später nicht bereust. Das wird einzigartig sein und sie haben so etwas noch in keinem anderen Video gesehen oder werden es sehen. Wenn sich dieser Segen offenbart, bewahren sie das Geheimnis. Jedes Mal, wenn sie das Wort empfangen, hören oder ein Wort, das ihrer Meinung nach an sie gerichtet ist, kommentieren sie sofort: Ich empfange, Vater. Mein Kind, was behindert deinen Fortschritt im Leben? Wenn sie sich dieses Video ansehen, dann deshalb, weil ich sie bei ihrem Namen gerufen und sie eingeladen habe, heute in ihrem Leben zu prophezeien. Alles, was ihnen heute nach der seltenen und gesegneten Offenbarung gegeben wird, werde alle unglaublichen Türen öffnen, die in ihrem Leben geöffnet werden müssen, und ich werde auch alle diejenigen schließen, die ihr Leben seit langem behindern. Bereiten Sie Ihr Herz und Ihren Geist darauf vor, meinen göttlichen Segen zu empfangen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Hören Sie bis zum Ende zu und nehmen Sie diese Botschaft mit Glauben auf, denn jetzt ist die Zeit, in der göttliche Fülle und Wunder in Sie strömen. Die Fenster des Himmels stehen offen und der Segen ergießt sich wie erfrischender Regen nach einer langen Trockenperiode. Ich kenne deine Probleme. Ich sehe jedes Hindernis, mit dem sie konfrontiert waren. Und jetzt sage ich ihnen, dass sie an der Reihe sind, das Wunder zu erleben. Stellen Sie sich nun in Gedanken vor, was Sie sich am meisten wünschen. Vielleicht ist es ein Haus, eine Oase der Ruhe und des Komforts, die man Zuhause nennen kann. Spüren Sie die Ruhe, die dieses Zuhause in Ihr Leben bringen wird, einen Ort, an dem meine Anwesenheit in jeder Ecke und in jedem Moment spürbar ist. Stellen Sie sich vor, Sie öffnen die Tür zu diesem Haus und spüren die Ruhe der Umgebung, den Willkommensgruß der Wände, die Sicherheit und Liebe widerspiegeln. Ich kenne den Wunsch Ihres Herzens, einen Ort zu haben, der wirklich Ihnen gehört, einen Zufluchtsort des Friedens, an dem Sie sich ausruhen, wachsen und in Intimität mit mir verbinden können. Wenn Sie sich diesen Wunsch vorstellen, wissen Sie, dass ich hinter den Kulissen arbeite, Teile verschiebe, Türen öffne und den Weg für die Verwirklichung dieses Traums ebne. Jedes Gebet, das du gebetet hast, jede Träne, die du vergossen hast, habe ich gehört und ich antworte darauf. Halten Sie Ihren Glauben stark, denn ich arbeite für Sie, auch wenn Sie nichts sehen können. Ich wünschte, du hättest mehr als nur einen physischen Ort zum Leben. Ich möchte, dass du ein spirituelles Zuhause hast, ein Herz, das immer in Gemeinschaft mit mir ist. Möge dieses neue Zuhause ein Spiegelbild unserer Beziehung sein, ein Ort, an dem Frieden, Liebe und Harmonie an erster Stelle stehen. Mögen Sie immer meine Anwesenheit dort spüren, die jeden Aspekt Ihres Lebens leitet und segnend ist. Denken Sie daran, dass wahre Sicherheit und Trost von mir kommen. Selbst wenn Sie vor Herausforderungen stehen, wissen Sie, dass ich an Ihrer Seite bin und Ihnen alles zur Verfügung stelle, was Sie brauchen. Ich bin dein Versorger, deine Zuflucht und deine Festung. Vertrauen Sie mir und ich werde mich auf eine Weise um Sie kümmern, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Während Sie auf die Erfüllung dieses Wunsches warten, kommen Sie mir immer näher. Suche täglich mein Angesicht, meditiere über mein Wort und erlaube meinem Heiligen Geist, jede deiner Entscheidungen zu leiten. Nutzen Sie diese Zeit des Wartens, um Ihren Glauben zu stärken, an Weisheit zu wachsen und sich auf die kommenden Segnungen vorzubereiten. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihre Gebete Kraft haben. Wenn Sie im Glauben beten, reagiert der Himmel. Unterschätzen Sie nicht die Kraft Ihrer Worte, wenn sie an mich gerichtet sind.
Beten Sie weiterhin inbrünstig und glauben Sie, dass ich in der Lage bin, unendlich mehr zu tun, als Sie verlangen oder sich vorstellen können. Meine Gnade ist groß und meine Liebe zu dir ist endlos. Ich bin bei jedem Schritt für Sie da, bereit, Sie zu führen, zu beschützen und zu segnen. Halte dein Herz offen und deine Augen auf mich gerichtet. Gemeinsam werden wir Ihre Träume in die Realität umsetzen und Großes leisten. Die Zukunft, die ich für Sie vorbereitet habe, ist voller Hoffnung, Wohlstand und Segen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, auch wenn die Dinge schwierig erscheinen. Ich habe die Kontrolle und arbeite alles zu Ihrem Wohl. Vertraue meinem Plan und wisse, dass ich immer bei dir bin, deine Hand halte und deine Schritte leite. Stehen Sie nun mit neuer Hoffnung und neuem Glauben auf. Glauben Sie daran, dass mit mir an Ihrer Seite das Unmögliche möglich ist. Stellen Sie sich Ihren Segen vor, vertrauen Sie auf meine Liebe und bereiten Sie sich darauf vor, das Wunder zu erleben, das ich für Sie bereithalte. Die Fenster des Himmels sind geöffnet und ich überschütte Sie mit meinem Segen. Empfange sie mit Dankbarkeit und Freude in dem Wissen, dass ich dein Gott und du mein geliebtes Kind bin. Denn ich achte auf diese Sehnsüchte und arbeite daran, sie Wirklichkeit werden zu lassen und ihre Hoffnungen in einen greifbaren Raum des Segens und der Erneuerung zu verwandeln. Vielleicht brauchen sie Geld, um Schulden zu begleichen, die unüberwindbar scheinen. Stellen Sie sich jetzt vor, wie erleichtert es wäre, alle Ihre finanziellen Verpflichtungen geklärt zu haben. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Leben frei verläuft, ohne die Fesseln der Schulden. Denken Sie darüber nach, wie es wäre, jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, dass Sie von diesen Fesseln befreit sind und die Freiheit haben, finanzielle Entscheidungen zu treffen, ohne dass die Last der Schulden auf Ihren Schultern lastet. Diese Erleichterung ist nicht nur ein ferner Traum, sondern etwas, das ich in Ihrem Leben Wirklichkeit werden lassen kann. Ich kenne jede einzelne Ihrer finanziellen Sorgen, jede Rechnung und jeden Moment des Stresses, den Schulden mit sich bringen. Ich möchte nicht, dass du unter dieser Last lebst. Ich habe versprochen, für alle Ihre Bedürfnisse zu sorgen, und ich habe die Macht, Türen zu Möglichkeiten zu öffnen, die Sie sich nicht einmal vorstellen können. Empfange diese Gnade. Das ist das Zeichen, auf das Sie gewartet haben. Begrüßen Sie jetzt Ihre erfolgreiche Zukunft. Am Ende dieses Videos habe ich eine Offenbarung für Sie. Sehen Sie, die Knappheit, mit der Sie bisher konfrontiert waren, ist nicht das Ende Ihrer Geschichte, sie ist nur ein Teil der Reise, ein Kapitel, das bald zu Ende geht, denn ich bin dabei, eine neue Seite in Ihrem Leben zu schreiben, eine Seite voll der Versorgung, Möglichkeiten und Zeugnisse meiner Macht und Liebe. Lassen Sie sich von den Schwierigkeiten des Augenblicks nicht entmutigen, denn sie sind vorübergehender Natur und dienen dazu, Ihren Glauben zu stärken und Sie auf die Segnungen vorzubereiten, die Ihnen bevorstehen. Ich sehe jedes Opfer, ich kenne jeden Moment des Zweifels und jede stille Träne. Ich ignoriere Ihre Bedürfnisse nicht. Stattdessen bin ich aktiv in jedes Detail Ihres Lebens involviert und arbeite hinter den Kulissen daran, Ihr Schicksal zu ändern. Knappheit ist nicht dein Schicksal, denn ich habe versprochen, alle deine Bedürfnisse entsprechend dem Reichtum meiner Herrlichkeit in Christus Jesus zu befriedigen. Machen Sie sich bereit, Zeuge eines Wunders zu werden. So wie Manna vom Himmel fiel, um die Israeliten in der Wildnis zu ernähren, werden sie auf unvorhersehbare Weise mit Lebensmitteln versorgt. Seien Sie achtsam und dankbar für jede kleine Versorgung, denn jede einzelne ist ein Zeichen für größere Dinge, die noch kommen werden. Ich habe die Kontrolle und verwandle Ihre Knappheit in Fülle. Es ist Zeit, Ihre Hoffnung zu erneuern und Ihren Glauben zu stärken. Hängen Sie nicht an dem fest, was Sie jetzt sehen, sondern konzentrieren Sie sich auf das, was ich versprochen habe. Ich bin der Erfüllung treu. Nehmen Sie die Versprechen mit Überzeugung an und wissen Sie, dass das, was ich für Sie geplant habe, größer und besser ist als alles, was Sie bisher erlebt haben. Seien Sie nicht passiv, sondern verhalten Sie sich wie jemand, der glaubt,
dass Veränderungen auf dem Weg sind. Machen Sie Pläne, bereiten Sie sich auf Wachstum vor und seien Sie bereit, die Chancen zu nutzen, die ich Ihnen biete. Ihre derzeitige Situation ist nur vorübergehend und Sie werden bald eine neue Phase des Wohlstands und Erfolgs feiern. Denken Sie daran, dass Sie auf dieser Reise nicht allein sind. Ich bin bei jedem Schritt des Weges an deiner Seite und biete meine Kraft, Weisheit und Unterstützung an. Wenn Sie das glauben, kommentieren Sie: Jesus ist meine sichere Zuflucht. In ihm finde ich die Kraft, Weisheit und Unterstützung, die ich brauche. Es ist möglich, dass sich Ihr Herz nach einer besonderen Beziehung, einer Liebesbeziehung oder sogar einer von mir gefeierten Hochzeit sehnt. Stellen Sie sich diesen Moment vor, die Freude, das Leben mit jemandem zu teilen, den ich an Ihre Seite gestellt habe, jemandem, mit dem Sie spirituell wachsen und Momente teilen können voller Freude und gemeinsamer Bewältigung von Herausforderungen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, eine Partnerschaft zu führen, die auf den Prinzipien der christlichen Liebe basiert, in der der Glaube die Grundlage und das gegenseitige Engagement die Stärke ist, die die Beziehung Tag für Tag aufrecht erhält. Eine Beziehung, in der das Beten eine gängige Praxis ist und die Suche nach der Befolgung meiner Lehren eine gemeinsame Reise ist. Wenn Sie sich nach dieser Art von Beziehung sehnen, beginnen Sie damit, diesen Wunsch im Gebet vor mir darzulegen. Bitte mich, deinen Gott, dein Herz und das Herz der Person vorzubereiten, die ich für dich reserviert habe. Bitten Sie um Weisheit und Urteilsvermögen, um die richtige Person und den perfekten Zeitpunkt zu erkennen, um diese Person in Ihr Leben zu bringen. Vertrauen Sie darauf, dass ich Ihre tiefsten Sehnsüchte kenne und daran arbeite, das Beste in Ihr Leben zu bringen. Empfange diesen Segen. Arbeiten Sie außerdem an sich selbst, während Sie auf diese Beziehung warten. Versuchen Sie, in Ihrer Beziehung zu mir zu wachsen und die Person zu werden, die Sie sein müssen, um für eine solch bedeutende Verpflichtung bereit zu sein. Entwickeln Sie Eigenschaften wie Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung und bedingungslose Liebe, die für jede gesunde und dauerhafte Beziehung unerlässlich sind. Es ist auch wichtig, sich in Ihrer Gemeinschaft zu engagieren und an Aktivitäten teilzunehmen, die es Ihnen ermöglichen, andere zu treffen, die Ihre Werte und Ihren Glauben teilen. Dies erweitert nicht nur Ihren Freundeskreis, sondern versetzt Sie auch in eine Umgebung, in der Sie jemanden treffen können, der ebenfalls eine auf Christus ausgerichtete Beziehung anstrebt. Stellen Sie sich das Glück und den Frieden vor, die eine von mir gesegnete Beziehung begleiten, in der sich beide Partner gegenseitig auf ihrem Glaubensweg unterstützen. Denken Sie daran, dass es in einer gesegneten Beziehung nicht nur darum geht, die richtige Person zu finden, sondern auch darum, die richtige Person zu sein. Amen. Empfange diese Gnade. Lassen Sie den Glauben Ihr Wesen durchfluten, die Gewissheit, dass Sie, wenn Sie bitten, empfangen, wie in Matthäus, Kapitel 7, Vers 7 versprochen, wo ich ermutige: Bitte, und es wird gegeben, suche, und du wirst finden, klopf an und die Tür wird geöffnet. Dies ist eine kraftvolle Wahrheit, die in jedem Aspekt Ihres Lebens nachhallen sollte, Hoffnung bringt und Ihr Vertrauen in meine Macht und meine Vorsehung stärkt. Wenn Ihr Glaube wirklich in diesem Versprechen verwurzelt ist, beginnen Sie, die Umstände auf eine neue Art und Weise zu sehen, nicht länger als unüberwindbare Hindernisse, sondern als Gelegenheiten für mich, Ihnen meine Macht und Liebe zu zeigen. Der Glaube verändert Ihre Perspektive und versetzt Sie von einem Zustand des Zweifels und der Angst in einen Zustand der Erwartung und Ruhe. Dieser Glaube ist nicht passiv, er ist aktiv und dynamisch. Dazu gehört nicht nur der Glaube, dass ich tun kann, was Sie verlangen, sondern auch das Ergreifen praktischer Schritte des Gehorsams und Handelns, die Ihre Bemühungen mit Ihren Gebeten in Einklang bringen. Wenn Sie beispielsweise nach einem neuen Jobangebot fragen, bewerben Sie sich weiter und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten. Wenn Ihr Gebet die Wiederherstellung einer Beziehung betrifft, bemühen Sie sich, offen und ehrlich zu kommunizieren und Liebe und Vergebung zu zeigen. Der Glaube ermöglicht es Ihnen auch, Momente des Wartens zu überstehen.
Oft kommt die Antwort nicht sofort, aber jeder Moment des Wartens ist eine Gelegenheit, Ihr Vertrauen in mich zu vertiefen. Stärken Sie in diesen Zeiten Ihren Glauben durch anhaltendes Gebet, Meditation über mein Wort und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die Sie ermutigen können und ihn unterstützen. Darüber hinaus muss sich der Glaube, der Ihr Wesen durchströmt, in Dankbarkeit manifestieren. Danken Sie nicht nur für die Segnungen, die Sie bereits erhalten haben, sondern auch für die, die noch auf dem Weg sind. Dankbarkeit verändert die Umgebung um dich herum, schafft eine Atmosphäre der Freude und des Friedens und öffnet die Türen zu meinen Segnungen noch weiter. Denken Sie daran, dass Ihr Glaube nicht nur Auswirkungen auf Ihr eigenes Leben hat, sondern auch auf das Leben anderer um Sie herum. Wenn du ein Leben in blühendem Glauben lebst, wirst du zu einem Licht, zu einem Beispiel unerschütterlichen Vertrauens in mich, das andere dazu inspirieren kann, ebenfalls zu suchen und zu vertrauen. Halten Sie also dieses Video an und teilen Sie es mit so vielen Menschen wie möglich. Es gibt jemanden, der das hören muss. Empfangen Sie jetzt die Gnade des Glaubens mit Kühnheit und Freude. Sagen Sie mir nach, der Sieg ist unser, dank Jesus, feiern und verkünden Sie, denn die Türen der Gnade öffnen sich für Sie. Möge diese Erfahrung ein Meilenstein auf Ihrer Reise sein und sich immer an meine grenzenlose Liebe erinnern. Ich bitte dich, mir von ganzem Herzen zu vertrauen. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern erkenne mich auf all deinen Wegen an, und ich werde deine Wege gerade machen. Die Lösung ihrer Probleme ist bereits auf dem Weg und der Sieg über diese Schwierigkeiten ist in meinem Namen bereits garantiert. Ich ermutige dich, deinen Blick auf mich zu richten und nicht auf die Stürme um dich herum. Finden Sie Frieden in meiner Umarmung, Stärke in meinem Wort und Trost in meiner Gegenwart. Ich bin bei dir, kämpfe deine Kämpfe und schenke dir inmitten des Chaos Momente der Ruhe. Darüber hinaus möchte ich, dass du weißt, dass ich dich darauf vorbereite, Zeuge meiner Liebe und meiner Macht zu sein. Ihr Weg der Überwindung wird ein Zeugnis sein, das andere dazu inspirieren wird, mich in schwierigen Zeiten aufzusuchen. Ihr erneuerter Glaube und ihr verändertes Leben werden leuchtende Lichter in einer Welt sein, die so dringend Hoffnung braucht. Darum, mein Sohn, meine Tochter, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht bestürzt, denn ich bin dein Gott. Ich werde dich stärken, dir helfen und dich stützen mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Alles, was ihnen heute bevorsteht, bereitet sie auf ein Morgen mit unzähligen Segnungen und endlosen Freuden vor. Behalte deinen Glauben fest und du wirst bald die Wunder sehen, die ich für dich bereithalte. Nimm meine Wunder in dein Leben auf, mein geliebter Sohn. Und achten Sie die nächsten 2 Minuten genau darauf, denn es gibt 2 Geheimnisse, die ich über den Segen enthüllen möchte, der Ihr Leben überfluten wird. Öffne dein Herz und höre aufmerksam zu, denn dies ist ein besonderer Moment zwischen uns. Das erste Geheimnis beim Empfangen von Segnungen ist völlige Hingabe. Das bedeutet, dass ich den Versuch aufgeben muss, alles selbst zu kontrollieren, und darauf vertrauen kann, dass ich weiß, was das Beste für sie ist. Sich mir hinzugeben ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein aktiven Glaubens. Es bedeutet anzuerkennen, dass trotz unserer besten Bemühungen wahrer Frieden und Fortschritt dann eintreten, wenn wir unser Leben in meine Hände legen. Wenn du dich hingibst, sagst du mir, dass du mir mehr vertraust als alles andere. Lassen Sie die Angst vor der Zukunft und die Sorge darüber, wie sich die Dinge entwickeln werden, los und ruhen Sie sich einfach in der Gewissheit aus, dass ich die Kontrolle habe. Diese Haltung der Hingabe verändert alles. Es bringt nicht nur Frieden in Ihr Herz, sondern gibt mir auch Raum, auf eine Weise zu handeln, die Sie sich nie hätten vorstellen können. Aufgeben bedeutet auch, zu akzeptieren, dass wir nicht alle Antworten haben. Oft möchten wir die vollständige Karte unseres Lebens, jeden Schritt und jedes Ziel sehen. Aber ich bitte darum, dass wir im Glauben wandeln, nicht im Sehen. Ich möchte, dass du mir Schritt für Schritt vertraust und akzeptierst, dass der Weg, den ich für dich wähle, der beste ist,
auch wenn er manchmal herausfordernd oder ungewohnt erscheinen mag. Zu dieser Hingabe gehört auch, persönliche Pläne zugunsten meines Willens aufzugeben. Manchmal haben wir unsere eigenen Träume und Wünsche, aber ich habe vielleicht andere und bessere Pläne. Wenn wir uns ergeben, sind wir bereit, dem von mir aufgezeigten Weg zu folgen, auch wenn das einen Richtungswechsel bedeutet. Es bedeutet, bereit zu sein zu sagen, nicht mein, sondern deiner Wille geschehe. Darüber hinaus bedeutet die Hingabe an mich, mir in Zeiten der Prüfung zu vertrauen. In schwierigen Zeiten kann es verlockend sein, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu versuchen, alles selbst zu lösen. Wahre Hingabe führt jedoch dazu, dass wir zuerst mich suchen, meine Führung und meine Stärke suchen, anstatt uns ausschließlich auf unsere eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Schließlich ist die Lieferung ein fortlaufender Prozess. Es ist nichts, was wir einmal machen, und das war's. Jeder Tag bietet neue Möglichkeiten, mir etwas zurückzugeben. Jede Situation ist eine Gelegenheit, sich dafür zu entscheiden, mir zu vertrauen, anstatt der Angst oder dem Zweifel nachzugeben. Übe daher tägliche Hingabe. Beginnen Sie jeden Tag damit, Ihre Pläne, Ihre Probleme und Ihre Träume im Gebet an mich zu übergeben. Lebe den Tag mit dem Bewusstsein, dass ich bei dir bin, deine Schritte leite und mich um jedes Detail kümmere. Diese Hingabe wird Ihrer Beziehung zu mir nicht nur neue Tiefe verleihen, sondern Sie auch dazu befreien, mit wahrer Freude und Frieden zu leben, in dem Wissen, dass Ihr Leben in den bestmöglichen Händen ist. Empfange diesen Segen. Vertrauen Sie darauf, dass ich in allen Bereichen Ihres Lebens arbeite, auch in Situationen, die unmöglich erscheinen. Meine Anwesenheit ist ständig und meine Gnade reicht für jede Herausforderung aus, der Sie gegenüberstehen. Wenn du mir dein Vertrauen schenkst, gibst du mir Raum, das Außergewöhnliche in deinem Leben zu bewirken. Denken Sie daran, dass jeder Moment eine Gelegenheit ist, meine Liebe und meine Treue zu erfahren. Lassen Sie zu, dass Ihr Glaube jeden Tag wächst, in dem Wissen, dass ich Ihr Versorger und Beschützer bin. Seien Sie sich bei jedem Schritt bewusst, dass ich Ihnen den Weg ebne und Sie auf noch größere Segnungen vorbereite. Lebe also mit Mut und Hoffnung und weiß, dass ich an deiner Seite bin. Möge Ihr Leben ein Spiegelbild meines Lichts sein und allen um Sie herum Frieden und Liebe bringen. Empfange meine bedingungslose Liebe und gehe mit der Zuversicht, dass ich dein Gott und du mein geliebtes Kind bin. Das zweite Geheimnis, um die Segnungen zu erhalten, die ich für ihr Leben habe, besteht darin, immer bereit zu sein, zu handeln. Ich lege ihnen oft Gelegenheiten nahe, die eine schnelle und entschlossene Reaktion erfordern. Es ist, als würde ich sagen, hier ist die Gelegenheit, nach der sie gefragt haben. Was werden sie damit machen? Diese Bereitschaft zum Handeln zeigt, dass sie nicht nur darauf vertrauen, dass ich für sie sorgen werde, sondern auch bereit sind, ihren Teil beizutragen, um die versprochenen Segnungen zu erreichen. Handlungsbereit zu sein bedeutet, wachsam zu sein. Sie müssen sich der Zeichen und Türen bewusst sein, die ich möglicherweise in ihrem Leben öffne. Es kann sich um eine neue Arbeitsmöglichkeit handeln, um die Möglichkeit, in ein neues Unternehmen zu investieren, oder um eine Einladung zur Teilnahme an einem Gemeinde- oder Kirchenprojekt. Wenn Sie um einen Segen bitten, achten Sie auf diese Gelegenheiten und bereiten Sie sich darauf vor, sie zu nutzen, wenn sie sich bieten. Zur Handlungsbereitschaft gehört neben Wachsamkeit auch Vorbereitung. Das bedeutet, dass Sie sich mit den Kenntnissen, Fähigkeiten und Ressourcen ausstatten, die Sie benötigen, um sich bietende Chancen zu ergreifen. Wenn Sie beispielsweise um eine Beförderung bei der Arbeit bitten, was tun Sie, um die offensichtliche Wahl für diese Position zu sein? Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, suchen Sie nach zusätzlichem Wissen, zeigen Sie Initiative? Sich im Voraus vorzubereiten ist ein wirkungsvoller Weg, um zu zeigen, dass du meine Segnungen ernst nimmst. Dieses zweite Geheimnis beinhaltet auch Mut. Manchmal können die Möglichkeiten, die ich gebe, entmutigend wirken oder erfordern, dass sie ihre Komfortzone verlassen.
Es könnte so etwas wie ein Umzug in eine andere Stadt für einen neuen Job, die Gründung eines Ministeriums oder eine erhebliche finanzielle Investition sein. In diesen Momenten ist der Mut zum Glaubensschritt entscheidend. Denken Sie daran, ich habe Ihnen keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Macht, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Letztlich bedeutet Handlungsbereitschaft auch Resilienz. Nicht alle Versuche, eine Chance zu nutzen, führen sofort zum Erfolg. Unterwegs kann es zu Misserfolgen und Rückschlägen kommen. Resilienz ermöglicht es Ihnen jedoch, nach jedem Sturz aufzustehen und es weiter zu versuchen. Ich schätze ein beharrliches und entschlossenes Herz, das mir auch angesichts von Schwierigkeiten weiterhin vertraut und nach den versprochenen Segnungen strebt. Wenn Sie also die Manifestation meiner Segnungen in Ihrem Leben sehen möchten, kultivieren Sie die Bereitschaft zum Handeln. Bleiben Sie wachsam, bereiten Sie sich vor, seien Sie mutig und belastbar. Ich suche Menschen, die bereit sind, aktiv an meinen Plänen und Zielen mitzuarbeiten. Wenn Sie zeigen, dass Sie zum Handeln bereit sind, öffnen Sie sich für eine Welt voller Möglichkeiten und Segnungen, die ich für Sie vorbereitet habe. Empfangen Sie jetzt die Gnade des Handelns. Wisse, dass ich immer an deiner Seite bin, deine Schritte leite und deinen Geist stärke. Jede Herausforderung, der Sie gegenüberstehen, ist eine Gelegenheit, im Glauben und im Charakter zu wachsen. Wenn Sie auf Hindernisse stoßen, denken Sie daran, dass ich diese Erfahrungen nutze, um sie zu formen, sie stärker und christlicher zu machen. Glauben Sie, dass jede Schwierigkeit ein Sprungbrett zu einer höheren Ebene des Verständnisses und des Segens ist. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Ihre Beharrlichkeit nicht unbemerkt bleibt. Ich sehe, wie jede Anstrengung, jede Träne, jeder Moment des Zweifels vom Glauben überwunden wird. Ich bin hier, um Ihre Treue zu belohnen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Vertrauen Sie darauf, dass mein Timing perfekt ist und ich etwas Außergewöhnliches für Ihr Leben vorbereite. Ihre Widerstandsfähigkeit ist ein Beweis für die Kraft, die ich in Sie gelegt habe, und es ist diese Stärke, die es Ihnen ermöglichen wird, alle Widrigkeiten zu überwinden. Ich rufe Sie dazu auf, ein Leben voller Taten zu führen, nicht nur mit Worten. Indem Sie Ihren Glauben durch Ihre Taten unter Beweis stellen, können Sie der Welt meine Liebe und Kraft auf wirkungsvolle Weise bezeugen. Wenn Sie im Glauben handeln, verändern Sie nicht nur Ihr eigenes Leben, sondern beeinflussen auch die Menschen um Sie herum. Ihr Mut und Ihre Entschlossenheit können andere dazu inspirieren, eine tiefere Beziehung zu mir zu suchen. Denken Sie daran, dass wahrer Glaube von Werken begleitet wird. Zeigen Sie Ihren Glauben durch Ihre Entscheidungen, Ihre Einstellungen und Ihr tägliches Handeln. Sei ein lebendiges Beispiel meiner Liebe und Gnade. Erlaube meinem Licht, durch dich zu scheinen und jedem, dem du begegnest, Hoffnung und Transformation zu bringen. Jeder kleine Akt der Freundlichkeit, jede Geste der Liebe ist ein Samen, der für mein Königreich gepflanzt wird. Ich suche Herzen, die bereit sind, von mir genutzt zu werden. Wenn sie verfügbar sind, werde ich sie nutzen, um Großes und Wundervolles zu erreichen. Unterschätzen Sie nicht, was ich durch Sie tun kann. Vertrauen Sie meiner Führung und folgen Sie meiner Richtung. Ich werde Ihre Bemühungen segnen und Ihre Früchte vervielfachen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in vollen Zügen leben und jeden Moment und jede Gelegenheit genießen, die ich Ihnen in den Weg stelle. Lassen Sie sich nicht von Angst oder Zweifeln davon abhalten, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich bin bei dir, stärke dich und begleite dich auf jedem Schritt deines Weges. Gemeinsam werden wir Großes leisten. Stehen Sie deshalb mutig und zuversichtlich auf. Handeln Sie mit Glauben und Entschlossenheit, im Wissen, dass ich Ihr Gott bin und dass ich alles zu Ihrem Wohl tue. Empfange meine Gnade, meine Kraft und meine Liebe. Ich bereite für Sie eine Zukunft voller Hoffnung und Wohlstand vor. Gehen Sie mit mir und sehen Sie die Wunder, die ich in Ihrem Leben bewirken werde. Amen.
Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich weiß, dass Sie heute vor Schwierigkeiten stehen, die unüberwindbar scheinen. Ich sehe jedes Hindernis auf deinem Weg und jeden Moment der Unsicherheit, der auf deinem Herzen lastet. Aber ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie auf dieser Reise nicht allein sind. Ich bin bei jedem Schritt, bei jeder Herausforderung bei dir und höre auf jedes Flehen, das im Gebet an mich herankommt. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schwierigkeiten, mit denen Sie konfrontiert sind, nur vorübergehender Natur sind und dass ich jede einzelne davon nutze, um Ihren Geist zu stärken und Ihren Glauben zu vertiefen. In diesen schwierigen Zeiten forme ich Ihren Charakter und bereite Sie auf die großen Pläne vor, die ich für Ihr Leben habe. Es ist kein Zufall, dass Sie dies durchmachen, es ist Teil eines größeren Plans, der Ihre Stärke und Belastbarkeit offenbaren wird. Denken Sie daran, dass meine Gnade für Sie ausreicht, denn meine Kraft wird in der Schwäche vollkommen. Wenn du dich schwach fühlst, werde ich dich nicht hilflos zurücklassen oder im Stich lassen. Ich bin hier, um dich zu unterstützen und dich in meinen Armen zu tragen, wenn dir die Kraft fehlt. Lasst uns gemeinsam beten, in diesem heiligen Moment bitten wir darum, dass sich die Türen des Himmels öffnen und dass die in der Stille gemachten Versprechen erfüllt werden. Wir erheben unsere Stimme im Gebet und suchen nicht nur nach Segen, sondern erkennen auch ihre ständige Präsenz in unserem Leben an. Inmitten der Turbulenzen der Welt ist dein Wort der Anker, der uns festhält. Deine Versprechen sind die Sterne, die unseren Weg in der Dunkelheit der Nacht leiten. Deine Treue ist das Licht, das niemals erlischt, der Leuchtturm, der uns durch die Stürme führt. Wir bitten dich, der den innigsten Wunsch eines jeden Herzens kennt, dass du deinen Willen offenbarest und dass jeder Schritt, den wir unternehmen, mit deinen göttlichen Plänen übereinstimmt. Herr, mögen wir in voller Gemeinschaft mit dir leben und die Sicherheit und den Trost spüren, unter deiner Fürsorge zu stehen. Mögen unsere Herzen immer offen sein, deine Stimme zu hören und bereit, deinen Befehlen zu gehorchen. Gott, sei in Momenten der Schwäche unsere Stärke. Seien sie in Momenten des Zweifels unsere Gewissheit. Seien sie in Momenten der Traurigkeit unsere Freude. Mögen wir uns immer an deine ständige Präsenz und deine bedingungslose Liebe erinnern. Hilf uns, nach deinem Willen zu leben und dein Licht und deine Gnade in jedem Bereich unseres Lebens wiederzuspiegeln. Wir bitten auch die Menschen um uns herum, dass sie deine Liebe und deinen Frieden spüren können. Möge unser Leben ein lebendiges Zeugnis ihrer verwandelnden Kraft sein. Mögen wir Instrumente ihres Willens sein und den Bedürftigen Hoffnung und Trost bringen. Möge dein Friede, der alles Verständnis übersteigt, unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus behüten. Herr, mögen wir dir von ganzem Herzen vertrauen, ohne uns auf unseren eigenen Verstand zu verlassen. Mögen wir dich auf all unseren Wegen erkennen und wissen, dass du unsere Wege gerade machen wirst. Möge unser Glaube jeden Tag gestärkt werden und es uns ermöglichen, mit Zuversicht zu gehen und zu wissen, dass sie bei jedem Schritt bei uns sind. Möge dein Heiliger Geist uns leiten und uns ermöglichen, so zu lieben, wie es dir gefällt. Mögen wir das Salz der Erde und das Licht der Welt sein und deinem Namen Ehre machen in allem, was wir tun. Hilf uns, der Berufung, die wir empfangen haben, würdig zu lieben, in aller Demut und Sanftmut und in Liebe zueinander. Himmlischer Vater, wir legen unser Leben in deine Hände. Möge dein Wille in uns und durch uns geschehe. Mögen wir immer zuerst dein Königreich und deine Gerechtigkeit suchen und darauf vertrauen, dass uns alle anderen Dinge hinzugefügt werden. Mögen die Träume, zu denen sie uns inspiriert haben, wahr werden und möge jedes Projekt, das wir unter ihrer Führung beginnen, gedeihen und ihrem Namen Ruhm bringen. Schenken sie uns die Geduld, auf ihr perfektes Timing zu warten. Mögen wir uns nicht beeilen oder zögern, sondern mögen wir dem Rhythmus deiner Weisheit folgen. Möge in jedem Warten unser Glaube gestärkt, unsere Hoffnung erneuert und unsere Liebe zu dir vertieft werden.
Mögen wir jede Antwort als Zeugnis ihrer Güte und jede Verzögerung als eine Gelegenheit betrachten, an Charakter und Verständnis zu wachsen. Deshalb danken wir dir, Herr, für jedes erhörte Gebet und für diejenigen, die noch in deinem vollkommenen Willen geformt werden. Wir danken Christus, unserem Erlöser, dessen Liebe uns erlöst und dessen Gnade uns täglich erhält. In seiner Stärke finden wir den Mut, uns jeder Herausforderung zu stellen, und die Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Vater, wir wissen, dass jeder Tag ein Geschenk von dir ist, und deshalb bitten wir dich, uns zu helfen, in Dankbarkeit zu leben. Mögen wir die Segnungen in jedem kleinen Detail des Lebens erkennen und mögen unsere Herzen immer voller Lobpreis für dich sein. Schenke uns Augen, um deine Hand in jeder Situation zu sehen, und ein Herz, das für deinen Heiligen Geist empfänglich ist. Herr, wir bitten auch für unsere Gemeinschaft und unsere Nation. Mögen dein Frieden und deine Gerechtigkeit siegen. Segne unsere Führer mit Weisheit und Integrität, damit sie mit Gerechtigkeit und mit Gefühl regieren. Mögen wir Akteure des Wandels sein und das Gute und die Wahrheit fördern, wo immer wir sind. Möge sich unsere Liebe zu dir in unserem täglichen Handeln widerspiegeln. Hilf uns, Licht in der Welt zu sein und deine Liebe mit denen zu teilen, denen wir begegnen. Mögen wir schnell zuhören, langsam sprechen und langsam wütend sein und so die Gnade zeigen, die wir von dir erhalten haben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns weiterhin nach dem Bild Christi formst. Mögen wir jeden Tag ihm ähnlich werden und so leben, wie es dir gefällt. Gib uns die Kraft, Versuchungen zu widerstehen, und die Weisheit, Entscheidungen zu treffen, die deinem Namen Ehre machen. Vater, wir wissen, dass wir in Christus mehr als nur Sieger sind. Hilf uns, mit dieser Zuversicht zu leben und uns jeder Herausforderung mit der Gewissheit zu stellen, dass wir in Jesus den Sieg erringen können. Mögen wir uns daran erinnern, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder die Gegenwart noch die Zukunft, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendetwas anderes in der gesamten Schöpfung. Wir danken dir, Herr, für die Glaubensgemeinschaft, die du uns geschenkt hast. Mögen wir uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und in Liebe aufbauen. Mögen unsere Kirchen Leuchttürme der Hoffnung und Zufluchtsorte für alle sein, die ihre Wahrheit suchen. Wir bitten um ihren Segen für unsere Familien. Mögen unsere Häuser von deinem Frieden und deiner Gegenwart erfüllt sein. Mögen wir einander mit der Liebe lieben, die wir von dir erhalten, indem wir geduldig, freundlich und mitfühlend sind. Herr, wir legen alle unsere Sorgen in deine Hände. Wir wissen, dass du für uns sorgst und dass dein Wille gut, vollkommen und angenehm ist. Hilf uns, dir von ganzem Herzen zu vertrauen und uns nicht auf unseren eigenen Verstand zu verlassen. Mögen wir dich auf all unseren Wegen erkennen und wissen, dass du unsere Wege gerade machen wirst. Im Namen Jesu, deines geliebten Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Geliebte Brüder und Schwestern, mit Demut und Dankbarkeit kommen wir heute zu Ihnen. Unser Kanal ist mehr als nur Videos und Worte, er ist ein Ort, an dem die göttliche Botschaft Herzen findet, die nach Glauben und Hoffnung dürsten. Jeder Inhalt, den wir teilen, hat die Kraft, Leben zu berühren, den Glauben zu erneuern und Wege zu erhellen. Jetzt laden wir Sie ein aktiver Teil dieser Mission zu sein. Ihre Spende, egal wie klein sie ist, macht einen enormen Unterschied. Es ermöglicht uns, weiterhin relevante Inhalte zu produzieren, eine größere Reichweite zu erzielen und einen spirituellen Treffpunkt für alle zu bieten, die das Wort Gottes suchen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Danke unter dem Video und unterstützen Sie diese Sache, die Leben verändert und unseren Glauben stärkt. Wenn Sie keine Spende leisten können, helfen Sie uns, indem Sie dieses Video mit denen teilen, die Gottes Botschaft hören müssen. Ihre Anwesenheit ist bisher das Schönste. Vielen Dank, dass Sie so weit gekommen sind.
Möge Gott jeden von Ihnen segnen. Wir sehen uns im nächsten Video.